Ja, Servus CA, Freunde. Da ja CA2 momentan massiv verbuggt ist, jetzt zwischendurch einfach mal eine Runde Hearts of Iron 4. Ich weiß nicht, wie viele von euch Fan der Serie sind, wie viele von euch das überhaupt kennen, wie viele von euch das überhaupt interessiert, so erfahrungsgemäß, wenn ich was anderes als COH caste, interessiert das ja immer keinen, aber wie gesagt, momentan ist aus diversen Gründen COH2 sowieso nicht so wirklich spielbar. Warum? Da lade ich gerade ein Video hoch, könnt ihr euch gerne anschauen, warum mich das so ankotzt. Aber kommen wir zu Hearts of Iron 4. Das ist ein sehr, 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 sehr seltsames Spiel, so wie eigentlich die komplette Hearts of Iron Serie. Also grafisch beschissen, unglaublich komplex, unfassbar. Einsteiger unfreundlich und das heißt, vielleicht kann das Video dem einen oder anderen von euch ja helfen, der sich vielleicht noch ein bisschen schwer tut, was das angeht. Starten wir einfach mal ein neues Spiel, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Das hier ist übrigens ganz witzig, das fällt mir eigentlich in vielen Spielen auf. Hier, wenn es hier irgendwie um Nazis, Hitler und so geht, immer hier Hakenkreuz ausgeblendet. Hitler ist so ein bisschen im Dunkeln, sodass man ihn nicht so wirklich sieht, obwohl ja eh jeder weiß, wie der aussieht. Das ist ja auch okay, also nicht, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte. Ich verstehe es halt nur nicht, warum man da so mit zweierlei Maß misst, weil also der Kollege hier, Stalin, kann jetzt nicht, ich denke, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Mann ein netter Mensch war. Von daher weiß ich nicht, warum man da immer bei Hitler so einen Aufstand macht und bei allen anderen Diktatoren und Massenmördern interessiert das irgendwie keinen. Naja, kommen wir jetzt einfach mal zum Spiel. Das ist hier schon mal, ihr seht das, also im Vergleich zu den Vorgängern ist das grafisch schon mal, ja, gar nicht mal so schlecht. Das passt schon. Aber darum geht es bei dem Spiel halt auch gar nicht. Es ist einfach ja, Hardcore-Strategy einfach. Und ja, das fängt halt einfach schon mal damit an, dass ihr 80 Milliarden verschiedene Menüs habt, durch die ihr euch durchkämpfen müsst, wo ihr im Prinzip überhaupt gar keinen Plan habt, was das alles bedeutet. Im Spiel wird es auch nicht erklärt, das Tutorial ist ein schlechter Witz. Und ja, also das hat mich so angekotzt wieder mal, das Spiel. Ich habe es gekauft, gespielt, hat mich angekotzt, gelöscht, zurückgegeben über diese Steam-Funktion. Und später dachte ich mir dann, nachdem ich ein paar YouTube-Videos gesehen habe und so, ach komm, probier es jetzt nochmal. Und habe es mir wieder gekauft. Und jetzt hat es mich tatsächlich dann irgendwie aus irgendwelchen seltsamen Gründen dann doch gepackt. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel mit dem Deutschen Reich und währenddessen werde ich dann erklären, was man so ein bisschen zu tun hat. Am Anfang empfiehlt es sich immer hier erstmal, diese Meldungen ein bisschen abzuarbeiten. Wir können hier forschen, das ist ja im Prinzip einigermaßen selbst erklären, zumindest zu wissen ist halt, ihr seht hier die Forschungsjahre und ich sage mal, wenn ihr in die Zukunft forscht, dann kriegt ihr den Forschungsmalus, also dann forscht ihr langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt hier was für 1918 forsche, ist das okay. Wenn ich was von 1940 forsche, dann dauert das halt länger. Daher empfiehlt sich das jetzt nicht zu weit in die Zukunft zu forschen. Unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, was ihr hier alles forschen könnt. Das werde ich dann darauf eingehen, wenn es soweit ist. Erstmal empfiehlt sich hier was zu forschen, Industrie und die Forschung selber. Also hier kriege ich einen Bonus auf die Forschungszeit. Das mache ich jetzt erstmal. Industrie, einfache Maschinenwerkzeuge erhöht meine Produktionsleistung. Bauwesen, dann kann ich schneller bauen. Das brauche ich auch. Wofür werde ich euch gleich zeigen. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal, was die Industrie angeht. Ja, das hier können wir auch noch forschen, das geht ja schnell. Dann nationaler Schwerpunkt. Ihr könnt hier ein bisschen die Geschichte steuern. Das heißt, ihr könnt. Ja, ihr seht das ja hier, das ist halt alles ein bisschen wirr aufgebaut und nicht so ganz
stimmt auch alles nicht, teilweise nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe mal Geschichte studiert. Da fällt einem dann so kleine Fehler fallen einem dann halt irgendwie auf. Ja, Wiederbesetzung des Rheinlands. Klar, das kennt man ja. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Rheinland ja von den Franzosen besetzt. Dann kam es zur Wiederbesetzung. Ihr seht dann, was das. Das hat dann verschiedenste Auswirkungen. Genauso wie hier Reichsautobahnen, Industriebemühungen, Bauplätze und so weiter, Anschluss Österreichs und so weiter. Wir starten einfach mit der Wiederbesetzung des Rheinlands. Also das ist jetzt gar nicht mal so wichtig, aber wir brauchen das, um den Baum weiter runter tecken zu können, sage ich jetzt mal. Und außerdem, ja, aus Stylegründen gehört halt uns, also her damit. Ressourcen, ja, das ist also auch wieder so ein Ding. Also. Das ist ein bisschen kompliziert gemacht. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie im Vergleich zu den Vorgängen, es gibt kein Geld mehr, sondern wenn ihr was importiert, gebt ihr eurem Handelspartner dafür Fabriken. Fragt mich nicht, was das soll. Ich finde es ein bisschen planlos, aber es ist halt so. Hier seht ihr, ich habe zu wenig Öl. Als deutsches Reich werdet ihr immer irgendwie zu wenig Ressourcen haben. Damit schnell wieder Handel funktioniert. Ja, genau, was vielleicht auch noch zu beachten ist. Da wir ja unseren Handelspartnern Fabriken geben, wenn wir was von denen importieren, empfiehlt sich es natürlich, mit Staaten zu handeln, die einem am Arsch vorbeigehen. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Frankreich die ganze Zeit handeln, denn es wird ja nicht lang dauern, dann führen wir Krieg mit denen. Von daher Öl, holen wir uns erstmal von Venezuela, das ist mir völlig egal. Gummi. Ja gut, da geht's. Ja, Brasilien könnten wir machen. Und dann reicht das erstmal. Freie Zivilfabriken. Das ist auch wieder so ein Ding, völlig unübersichtlich. Es wird nirgends erklärt. Grundsätzlich ist es mal so, durch die Zivilfabriken, die ihr habt, könnt ihr verschiedene Sachen bauen. Zum Beispiel Militärfabriken. Die braucht ihr dann später hier, um ja, Waffen, Einheiten und so weiter zu bauen. Zusätzlich könnt ihr aber auch noch. Also weitere Zivilfabriken bauen, Schiffswerften, wie der Name schon sagt, um Schiffe zu produzieren, Raffinerie für Öl, Flugabwehrgeschütze, Luftstützpunkte, Infrastruktur und so weiter. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass man als Deutsches Reich gar keine Fabriken braucht, so zum Startwerk, weil man, wie ich finde, schon genug hat. Von daher starte ich jetzt momentan immer gleich einfach mit dem Bau von Militärfabriken, wobei wir könnten eigentlich im ersten Jahr noch Zivilfabriken bauen und dann ab 37 Militärfabriken und den ganzen anderen Schmarrn. Ja, hier Oberbayern, Franken. Da empfiehlt sich es halt auch, also wir werden ja später wahrscheinlich, wenn der Krieg ausbricht, hier bombardiert werden von den Alliierten. Deswegen empfiehlt sich das dann, die Fabriken auch irgendwo hinzustellen, wo vielleicht nicht so viele Bomber unterwegs sind. Ich werde hier meine Luftgeschwader stationieren und so weiter. Und dann sollte das hier einigermaßen safe sein. Das können wir jetzt mal so lassen. Ihr seht hier in der Liste, was hier gerade alles gebaut wird. Genau, dann freie Militärfabriken. Wir sehen hier Infanterieausrüstung, Zusatzausrüstung, Artillerie, Panzer und so weiter. Da könnt ihr hier Schwerpunkte festlegen. Also je nachdem, wie viele Fabriken ihr hier zuweist, desto schneller wird produziert. Jetzt am Anfang, die leichten Panzer müssen wohl aufgerüstet werden, keine Ahnung, Jäger. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Ausnahme, also Flugzeuge und Schiffe. Normalerweise ist es so, Armeen werden hier ausgehoben. Können wir ja gleich mal machen. Infanterie brauchen wir sowieso. Ausbilden. Genau, dann könnt ihr hier festlegen, wo die stationiert werden sollen. Nehmen wir jetzt einfach mal Ostmark. Hier könnt ihr die Menge festlegen. Hier wird halt unendlich produziert. Jetzt machen wir einfach mal eine Armee komplett zusammen. Zu wissen wäre vielleicht, man sollte ja noch wissen, ihr könnt maximal, glaube ich, also wenn ihr einen Feldmarschall habt,
könnt ihr 24, könnt ihr unbegrenzt Divisionen der Armee zuweisen. Ansonsten ist, glaube ich, das Max 24. Deswegen werden wir jetzt hier mal 24er Stacks ausheben. Hier haben wir ja schon ein paar Armeen. Und jetzt 9, wenn ich dann noch 15 dazu mache, dann sind es 24. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 15 Divisionen. Was bei den Divisionen auch noch zu wissen ist, ihr könnt die bearbeiten, das heißt, ihr könnt die Armeezusammensetzung verändern. Ihr könnt hier noch Artillerie reinpacken, Flugabwehr und so weiter. Das wird auch durch den Tech nach und nach freigeschaltet. Das Blöde daran ist, ihr braucht dafür Erfahrung, die ihr jetzt am Anfang des Spiels natürlich noch nicht habt. Das heißt, das ist ein bisschen blöd gemacht. Und deswegen muss ich jetzt hier halt mal Divisionen bauen, die ich später eigentlich ganz anders haben will. Wichtig dabei ist auch noch, das ist auch so ein Ding. Das wird dann nirgends erklärt, das muss man mit der Zeit dann irgendwie so rausfinden. Die Gefechtsbreite, also wenn ihr später kämpft, wird euer Kampf eine gewisse Gefechtsbreite haben und aus irgendeinem komischen Grund ist das immer ein Vielfaches von 40, von 20. Das heißt, es empfiehlt sich aus meiner Sicht, Armeen auszubilden, die auch eine Gefechtsbreite haben, die ein Vielfaches von 20 sind, denn es ist dann so, angenommen, ihr habt eine Gefechtsbreite von genau 40 und ihr habt jetzt da zwei Armeen stehen mit einer Gefechtsbreite von jeweils 20, dann können beide Armeen ganz normal ins Gefecht eingreifen. Hat jetzt aber zum Beispiel eine eurer Armeen eine Gefechtsbreite von 21, dann kommt ihr insgesamt auf 41, das geht dann nicht mehr auf und es wird nur die eine 20er Armee kämpfen und die andere nicht, weil die einfach in die Gefechtsbreite nicht mehr reinpasst. Das ist ein bisschen bescheuert gemacht und wie gesagt, nirgends wird es erklärt, planlos. Von daher empfehle ich, wie gesagt, eine Gefechtsbreite von 20. Bei den Infanteriedivisionen habe ich mich ein bisschen drauf versteift jetzt. Die werden bei mir so aussehen und zwar mache ich hier Artillerie rein zweimal. Und den Rest lasse ich, dann habt ihr hier eine Gefechtsbreite von 20. Genau, und das passt. Zusätzlich könnt ihr hier noch Unterstützungsbataillone zuweisen, also Pioniere. Da habt ihr halt dann den Bonus, wenn es zum Beispiel über Flüsse geht und so weiter. Unterstützungsartillerie, Aufklärung, das werde ich später auch noch da reinpacken. Und dann gibt es noch, was ich da auch noch gerne reinpacke. Das sieht man, wo sieht man das? Beim Forschen. Das kann ich ja erst machen, wenn ich es auch geforscht habe. Hier, genau. Feldlazarett zum Beispiel. Das gibt euch halt einen Bonus auf eure Mann. Also ihr habt halt weniger Verluste, einfach, um es mal so zu formulieren. Das kommt da alles auch noch rein, aber wie gesagt, das kann man erst im Verlauf des Spiels machen, wenn man dann hier ein bisschen Armeeerfahrung hat. Das ist, wie gesagt, ein bisschen bescheuert gemacht, wie ich finde. Von daher müssen wir das jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Zu wissen ist noch, die Unterstützungsbataillone wirken sich nicht auf die Gefechtsbreite aus. Das heißt, da könnt ihr reinpacken, was ihr wollt. Das ist egal. Das passt dann schon. Ja, freie Militärfabriken haben wir immer noch. Ihr seht jetzt, dadurch, dass ich jetzt hier eine Armee ausbilde, steigt natürlich der Gesamtbedarf, zum Beispiel hier von der Infanterieausrüstung, und zwar auch ziemlich viel. Das heißt, da können wir hier gleich mal alles, was wir für die Infanteriedivisionen brauchen, voll skillen. Das geht natürlich, ich habe noch zu wenig. Die Panzer können wir später machen. Ja, hier diese Schiffe, die lasse ich jetzt noch fertig bauen und danach werde ich mich dann auf U-Boote konzentrieren. Das kann ich gleich mal auf unendlich stellen. Genau. Taktische Bomber, Jäger und so weiter, das machen wir alles später. Jetzt ist erstmal die Infanterie dran. Denn zu wissen ist auch, wenn ihr hier das baut, also die werden erst fertig, wenn die auch die entsprechende Ausrüstung haben. Das heißt, ihr müsst auch sicherstellen, dass ihr wirklich genug Ausrüstung habt und produziert. Und zusätzlich werden sie noch ausgebildet, denn das dauert auch eine Weile. Die fangen aber, glaube ich, erst mit der Ausbildung an, wenn, ja, wenn die Ausrüstung halt da ist. Ihr könnt die auch schon früher ins Feld stellen und sie später ausbilden, aber pff, ich
weiß nicht, aus meiner Sicht wüsste ich jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Von daher können wir das alles nochmal so lassen. Hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen. Wie viele freie Fabriken habe ich noch? Keine genau so. Lassen wir das erstmal so. Die Geschichte mit den. Mit den. Genau, hier gehen die Jungs hin. Die Gebirgsjäger lasse ich erstmal. Und dann können wir erstmal laufen lassen. Denke ich. Wobei, vielleicht können wir gleich noch was zu der Armeezusammenstellung und der Armeezuweisung sagen. Das ist auch relativ komplex. Wobei, so komplex ist es gar nicht. Es wird halt einfach nur schwierig dadurch, dass man, dass halt in dem Spiel nichts erklärt wird, einfach. Also ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt hier meine drei Panzerdivisionen und diese motorisierte Division ausgewählt. Das wird mein erstes Panzerkorps. Hier seht ihr den Button Neue Armee. Dann könnt ihr hier die Armee halt benennen. Das wird mein erstes Panzerkorps. Dann könnt ihr hier noch einen Kommandeur zuweisen. Wen nehme ich da? Den Kollegen hier, Bonus auf Panzer hat der, den kann man nehmen, von Mannstein zum Beispiel, oder auch Rommel, Guderian, das passt also, wobei, rein aus historischer Sicht, glaube Guderian war der erste Kommandeur der ersten Panzertruppe, oder weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, egal. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls können wir den hier zuweisen. Hier seht ihr, wie viele Divisionen er befehligen kann. 24, wie ich vorhin schon gesagt habe. Zusätzlich könnt ihr hier noch einen Kriegsschauplatz zuweisen. Der erste Kriegsschauplatz wird Polen sein, selbstverständlich. Wir spielen ja einigermaßen historisch. Hier könnt ihr noch auswählen, mit welcher Priorität verstärkt wird bzw. modernisiert wird, wenn ihr einen neuen Tech habt und so weiter. Dann seht ihr jetzt aber hier Kriegsschauplatz Polen, momentan vier Divisionen zugewiesen. Kollege Guderian. Die Geschichte auch relativ kompliziert, wenn einem nicht erklärt wird, wie das geht, Frontlinien zuweisen und so weiter. Das mache ich aber alles später. Jetzt lassen wir erstmal eine Runde laufen. Wir haben jetzt, glaube ich, einigermaßen erstmal alles abgedeckt, was man wissen muss. Und genau, Geschwindigkeit könnt ihr hier noch regeln. So, was ist das jetzt hier? Nicht erfüllte Importanfrage. Das ist immer die Scheiße mit Brasilien. Das funktioniert irgendwie nicht. Das war diese Gummigeschichte, glaube ich. Da muss ich jetzt wohl doch in den sauren Apfel beißen. Nehmen wir einfach die Holländer. Machen wir auch so platt. Ja, das irgendwie nicht funktioniert, oder? Doch. So, jetzt passt das. Genau, hier seht ihr, wie langsam die Divisionen ausgebildet werden. Irgendwo muss da doch noch eine Armee sein. Ich dachte, das waren 15. Ist da nicht noch eine unterwegs? Beziehungsweise 14 und 9 waren es. Achso, ich habe das jetzt hier falsch gemacht. Das heißt, wir nehmen. Soll ja alles seine Ordnung haben. Latscht hier mal darüber. Ja, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich da jetzt hier so einen Stress mache. Das ist einfach, das Spiel wird später wirklich sehr, sehr unübersichtlich und da empfiehlt sich es einfach so ein bisschen Ordnung in seine Armeestruktur zu bringen. Und das Spiel ist wirklich sehr, sehr komplex und da gibt es einfach nichts Schlimmeres, wie wenn man keinen Überblick hat. Hier sehen wir jetzt Regierung ändern. Das ist auch wieder so ein Ding. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel Minister zuweisen. Hier zum Beispiel, wir bauen ja Zivilfabriken. Da ist nicht schlecht, wenn wir einen Bonus auf die Baugeschwindigkeit bekommen. Zuerst machen wir aber was anderes. Das Ganze läuft hier über politische Macht. Wenn ihr genug habt, könnt ihr hier was ändern.
Das Erste, was ich aber immer mache, ist, ich gehe ja auf Kriegswirtschaft, einfach deswegen, Fabriken für Konsumgüter 15%. Das heißt, ich muss weniger Zivilfabriken aufwenden für Konsumgüter. Das wird dann auch nirgends erklärt, so selbstverständlich, so wie alles in diesem Spiel. Heißt aber letzten Endes nichts anderes, als dass ich dann mehr Zivilfabriken frei habe, um anderes zu bauen. Wobei ich jetzt gerade mal überlege, wenn ich jetzt eh gerade Zivilfabriken baue, dann nehme ich, glaube ich, als erstes lieber das hier. Und später dann das hier noch dazu, dass ich dann schneller Militärfabriken bauen kann. Na, machen wir das so. Ihr seht, jetzt ist hier politische Macht wieder ein bisschen gesunken. Ja. Hier können wir jetzt auch, das wird dann auch Kriegsschauplatz Polen sein. Deswegen können wir hier auch gleich die Armee auch noch zuweisen. Erste Armee wird das. Wer soll die kommandieren? Ich glaube, der Blasko wird zwar, war im Polenfeldzug unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Machen wir es mal so. Genau. Wenn wir jetzt beispielsweise hier eine Armee zuweisen wollen, können wir einen neuen Kriegsschauplatz eröffnen. Das ist Frankreich. Also wir werden ja hier ein paar Divisionen oder eine Armee abstellen müssen, wenn der Krieg losgeht, der die Grenze zu Frankreich sichert, damit die da nicht reinmarschieren, die Kollegen. Kommandeur müssen wir noch zuweisen. Hier gibt es noch zu wissen, die Generäle, ihr seht es jetzt, die haben verschiedene Level. Wenn ihr jetzt, wenn, ich glaube, 4 ist maximal, wenn ihr jetzt einen Level 4 Commander habt, dann wird der keine Fähigkeiten dazu gewinnen, glaube ich. Wenn er aber jetzt hier eine geringere Stufe hat, dann kann er noch aufsteigen und hier auch noch solche Geschichten dazu bekommen, je nachdem, wie er dann später eingesetzt wird. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Kollegen hier. Den können wir auch schon wieder weiterlaufen lassen, denke ich. Ah, genau. Rheinlandbesetzung, bla bla bla. Gehört jetzt wieder mir. Genau. Seht ihr, jetzt haben wir hier diesen Baum freigeschaltet. Das nächste wird das große Ziel natürlich der Anschluss Österreich sein, selbstverständlich. Aber ihr seht es auch hier, mindestens 550.000 Mann Stärke im Feld. Das ist auch so ein bisschen so eine tricky Geschichte. Das ist halt so typisch Hearts of Iron. Es wird nirgends erklärt. Das hier oben ist verbuggt oder weiß nicht, was da der Fehler ist. Jedenfalls, das stimmt nicht. Ihr seht ja hier, Armee 413.000 Mann, aber aus irgendeinem komischen Grund stimmt das nicht. Also wenn hier oben dann 550.000 steht, dann könnt ihr das trotzdem nicht, könnt ihr den Anschluss trotzdem nicht durchführen. Ich weiß nicht, wo da der Fehler liegt. Wahrscheinlich wird da irgendwie Luft und Marine komisch noch mit reingerechnet. Aber es gibt, glaube ich, irgendwo ein Menü, wo es tatsächlich richtig steht, das ich jetzt natürlich wieder nicht finde. Das ist halt so das Nervige an dem Spiel, so generell am Anfang. Dass das halt so unübersichtlich ist, dass man das ganze Zeug nicht findet. Ich glaube, das war auch beim ersten Mal der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin und mir gedacht habe, ey, ihr könnt mich jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Aber mittlerweile weiß ich, habe ich es dann doch gefunden. Nur jetzt finde ich es natürlich wieder nicht. Wo war denn das schon wieder? Jedes Mal muss ich das suchen. Das ist schon wieder ein Mist hier. Ist denn das, verdammt nochmal? Irgendwo muss doch hier die Mannstärke stehen. War das nicht hier irgendwo? Nee. Ja, ja, das ist halt wieder so. Das ist das Typische, was halt an diesem Spiel nervig ist. Ist das hier irgendwo? Steht denn das, verdammte Axt? Ist das hier nochmal?
Meine Fresse, jetzt finde ich das schon wieder nicht. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Irgendwo muss das doch sein. Wo steht denn das, verdammt nochmal? Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig für euch, da, wie ich das jetzt hier suchen muss, aber... hier irgendwo. Ah, Ausrüstungsdetail, das ist halt auch so ein Ding. Ja, diesen Button zu finden ist halt, da kommt man halt nicht drauf. Das ist halt immer reiner Zufall, wenn man das findet. Und hier seht ihr jetzt Mannstärke im Feld. Also eigentlich habe ich 269.000 jetzt aktuell. Keine Ahnung, also ihr seht's. Das ist so, ja, das war jetzt halt einfach das klassische Ding, warum Hearts of Iron 4. Also, warum das wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ja, also, das heißt aber, unser nächstes großes Ziel, der Anschluss Österreichs, können wir jetzt noch nicht machen. Dann gehe ich jetzt hier auf die Reichsautobahn, dann kriege ich bessere Infrastruktur. Das ist mir jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Das bedeutet einfach nur, dass mein Nachschub dann besser da durchkommt im Fall der Fälle. Was ich aber eigentlich will, ist das hier. Also, kriege quasi kostenlos halt Zivilfabriken und auch, glaube ich, Militärfabriken. Nee. Nur Zivilfabriken. Ist aber egal. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und momentan können wir eh noch nichts Sinnvolleres machen. Wir haben wieder genug politische Macht. Das heißt, wir können hier noch. Was habe ich vorhin nochmal gesagt? Ach nee, das hier wollte ich noch ändern. Und zwar auf Kriegswirtschaft. Genau. Also ihr seht, das ist halt, einfach ein bisschen zäh, das Ganze am Anfang. Und wenn man halt nicht weiß, wo die ganzen Menüs sind, was die ganzen Zahlen bedeuten, das ist wirklich, kann sehr, sehr, sehr frustrierend sein am Anfang. Oder was heißt kann? Es ist sehr, sehr frustrierend am Anfang. Und da muss man sich einfach durchbeißen. Und es ist halt die Frage, ob man da Bock drauf hat. Wenn man das aber mal geschafft hat, aus irgendeinem komischen Grund packt einen das dann. Und ich habe schon den Eindruck, dass ich das wieder in Zukunft massiv suchten werde. Also ich habe schon Hearts of Iron 2 sehr Millionen Stunden gefühlt gespielt. Hearts of Iron 3, da ist genau das passiert, was ich gerade schon angesprochen hatte. Da habe ich den Zugang nie so wirklich gefunden und hatte dann auch echt keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Aber hatte mir da fest vorgenommen, dann bei Hearts of Iron 4 wieder einzusteigen. Wir werden hier weiterhin noch unsere Forschungszeit buffen. Ja. Wo ja jetzt ja eh noch nichts Großes passiert, können wir uns vielleicht noch was anderes anschauen. Und zwar Marine zum Beispiel. Wir haben uns hier unsere Kriegsmarine stationiert. Hier sind die U-Boote. Ich denke mal, ich werde die U-Boote mal in eine Flotte zusammenfassen. Was haben wir hier noch? Ja, einfach Rechtsklick und dann fahren eure Flotten dahin. Das machen wir jetzt erstmal. Was haben wir jetzt hier? Genau, jetzt können wir die zusammenlegen. Das ist ganz einfach ausnahmsweise mal gemacht, ein paar Drag and Drop. Das heißt, ihr zieht das einfach hier rüber. Alle Schlachtschiffe, alle Zerstörer und schon haben wir alles in einer Flotte. Können wir einen Kommandanten zuweisen. Unbedingt brauchen wir es jetzt erstmal nicht. Marine, genau das gleiche mit den U-Booten. Wenn wir die auch mal darüber bringen. So, alle U-Boote und die Kollegen hier gehen zur Kriegsmarine. So, dann haben wir das auch erledigt. Den U-Booten können wir noch hier den Dönitz zuweisen. Wenn er historisch einigermaßen korrekt bleiben. Was ist das hier eigentlich? Kommt auch noch zur Kriegsmarine rüber. Ja, ihr könnt dann, wenn ihr hier oben, seht ihr jetzt die
Da habe ich wieder zu viel versprochen. Hier, seht ihr die Marinesektoren? Das heißt, das hier sind einzelne Sektoren. Und dann könnt ihr der Kriegsmarine zum Beispiel, aber vorher sollte ich vielleicht noch erwähnen, STRG plus Rechtsklick. Genau. Da könnt ihr den Heimathafen zuweisen. Das hier ist schon richtig. Könnt das dann hier in so einen Sektor fahren und dann hier auswählen, suchen und vernichten, Patrouille, bla bla bla. Aber da kann man auch noch drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Das gleiche gilt für U-Boote. Wenn wir hier auch noch den richtigen zuweisen, haben wir schon. Der hier ist unterwegs. Okay, passt. Kommen wir zur Luftwaffe. Das ist auch ein bisschen tricky, die ganze Geschichte. Wie ich ja schon erwähnt habe. Die Luftwaffe, im Gegensatz zu den normalen Heeresdivisionen, werden nicht hier ausgebildet, sondern einfach über das Menü hier. Das heißt, ihr weist hier Fabriken zu und dann werden automatisch Jäger gebaut. Die kommen dann in so einen Pool, den ihr hier seht. Und dann könnt ihr, hier sind schon welche stationiert, neue Luftgeschwader zum Beispiel erstellen. Dann seht ihr hier, das hier sind Jäger oder Bomber, die in euren Reserven sind. Die könnt ihr dann einfach da reinpacken und dann habt ihr jetzt hier ein neues, ja, eine neue Luftwaffenstaffel erstellt. Ihr seht hier auch die einzelnen Sektoren, oder sieht man das jetzt hier? Genau, das sind die einzelnen Luftwaffensektoren. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hier den Leuten mit einem Rechtsklick, seht ihr hier, einen Sektor zuweisen und ihnen sagen, was er machen soll. In dem Fall sind das Jäger, also Luftüberlegenheit und Abfangen. Auf die Details kann man dann noch eingehen. Ich werde das jetzt wieder löschen, weil die verbrauchen blöderweise Nachschub, auch wenn sie gar nicht starten und der Krieg braucht sie jetzt noch nicht oder der Krieg noch nicht angefangen hat. Ich kann die auch alle mal hier einfach rausnehmen, dann sind die alle in der Reserve und dann kann ich die später übersichtlich zuweisen. Also ihr seht, wenn irgendwo was studiert, was stationiert ist, sieht man das hier an diesem Symbol. Hier ist zum Beispiel nichts. Alles mal in die Reserve packen und dann kann man das dann später ordentlich zuweisen. Es gibt auch keine Begrenzung, also ihr könnt eure Luftwaffenstaffeln so groß machen, wie ihr wollt. Es wird nur dadurch begrenzt, dass der betreffende Flughafen nur eine gewisse Anzahl von Flugzeugen aufnehmen kann. Also hier seht ihr Kapazität, maximal 600 Flugzeuge, die könnt ihr dann später aufstocken. Den hier werde ich später dann auch ausbauen, zum Beispiel, ich habe hier relativ viele Flugzeuge stationieren will, wenn der Krieg ausbricht. Ja. Ihr seht jetzt, meine Divisionen sind schon eifrig am Ausbilden. Sollten jetzt dann bald fertig sein, zumindest teilweise hier Ausbildung. Genau. Ihr seht, hier sind sie schon. Können wir jetzt dem Kollegen mit Rechtsklick einfach zuweisen, wann, bis wir die 24 haben. Ja, unsere Reichsautobahnen sind fertig. Ich meine jetzt hier weiter zur Westwall, das ist auch nicht schlecht. Da werden dann Befestigungen kostenlos gebaut. Das führt dann dazu, dass wir hier nicht so viele Divisionen abstellen müssen, sondern uns hier auf Polen konzentrieren können. Dann, wenn der Polenfeldzug startet. Ja, die Unterstützungswaffen sind auch fertig. Einfache Maschinenwerkzeuge, genau, da machen wir jetzt hier einfach weiter. Konzentrierte Industrie, verteilte Industrie, das ist so eine Geschichte. Hier ist der Bonus auf eure Industrieleistung höher. Nur sie kann halt leichter auch von feindlichen Bombern zerstört werden. Hier wird sie, wie der Name schon sagt, verteilter, ist das nicht so schlimm. Aber meine Luftwaffe wird ja episch ausgebaut bis zum Kriegsbeginn, deswegen können wir die konzentrierte Industrie nehmen. Was können wir hier noch forschen?
Das hier ist erst 37, das mache ich dann auch erst 37 wegen dem schon angesprochenen Forschungsmalus, den man ansonsten bekommt. Das heißt, wir können tatsächlich mal was anderes forschen. Hier sehen wir Doktrinen. Es würde jetzt 800 Jahre dauern zu erklären, was das alles bedeutet. Das könnt ihr euch dann selber durchlesen, euch da ein bisschen reinfuchsen. Und wenn es dann soweit ist, werde ich auch selber noch ein bisschen drauf eingehen. Es geht ja jetzt hier nur darum, so also ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und euch zu erklären, wie ihr den Einstieg halt so ein bisschen schafft. Ich denke, da ich ja später hier meine Divisionen anpassen will, mit den Unterstützungsbrigaden werde ich jetzt erstmal die entsprechenden auch forschen. Das auf das passende Forschungsjahr. Feldlazarett brauche ich sowieso. Regierung können wir auch wieder ändern. Könnten hier noch die Forschungszeit von der Industrie ein bisschen buffen, weil ich das ja gerade sowieso forsche. Das passt dann auch. Ja. Wie gesagt, momentan, das ist noch nicht so spannend, der Einstieg. Aber wenn ihr wirklich das Spiel zocken wollt, ist das, glaube ich, nicht schlecht, wenn ihr das alles wisst. Auch wenn es vielleicht ein bisschen trocken anmutet. Wir können uns vielleicht, also ich denke mal so, einigermaßen einen Überblick konnte ich euch verschaffen bisher. Es bleibt halt nicht aus, dass ihr euch da ein bisschen selber auch noch reinfuchst. Eine Geschichte können wir vielleicht noch ansprechen, was dann die Divisionen angeht und wie man die Armeen handhabt. Also, wenn ihr Armeen stationieren wollt, dass die sich irgendwo aufstellen, dann funktioniert das hier über die Frontlinie. Also, ihr könnt hier eine Frontlinie zuweisen, das einfach auswählen. Dann könnt ihr mit Rechtsklick hier zum Beispiel ziehen, wo die sich hinstellen soll. Können wir mal hier hin machen, dann wird die sich automatisch hier so einigermaßen verteilen. Wenn wir mal anschauen, wie das funktioniert. Genau. Das passt, dann seht ihr, sind jetzt hier einigermaßen verteilt. Was man vielleicht auch noch wissen sollte, später könnt ihr dann Angriffslinien auch noch zuweisen. Das heißt, ich kann ihm zum Beispiel sagen, okay, rücke dann hierhin vor, zum Beispiel. Dann wird die Armee automatisch hierhin vorrücken. Meistens mache ich das manuell, weil ich der Meinung bin, dass die KI das so ein bisschen nicht so optimal macht und ich steuere und ich micro dann die Divisionen einzeln, beziehungsweise die Armeen einzeln, zumindest zu großen Teilen. Es ist aber dennoch wichtig, so einen Angriffsplan auszugeben, denn mal schauen, ob wir das jetzt hier sehen. Hier seht ihr dann, wenn ich hier draufklicke, wird er den Plan ausführen. Das muss man aber meistens gar nicht machen. Warum man das macht, ist, das seht ihr hier in so einem, ihr seht hier den Balken, der so langsam steigt und dann bekommt ihr hier, ihr seht das unten, Angriffsbonus auf Planungsvorbereitung, der hier langsam steigt. Und da kriegt ihr dann bis zu, glaube ich, 50% Bonus auf eure, ich denke, Angriffsstärke. Das heißt, auch wenn ihr später eure Armeen einzeln micron wollt, ist es dennoch wichtig, einen Angriffsplan auszugeben, auch wenn ihr ihn später nicht aktiviert. Einfach nur, damit ihr euch diesen Bonus hier nicht entgehen lasst. Zum Abschluss, um quasi die Einführung so ein bisschen abzuschließen, seht ihr hier noch die Erfahrung der einzelnen Einheiten? Das sind die Armeen, die schon da waren. Also, wenn ihr nicht im Kampf seid, ist regulär, wie ihr es hier in Klammern seht, die höchste Erfahrungsstufe. Also, mehr geht nicht. Das heißt, die hier können wir schon nicht mehr können wir die Erfahrung nicht mehr erhöhen. Hier Erfahrungsstufe 2 ausgebildet. Das ist so Standard, wie sie aufs Feld kommen. Wenn wir die jetzt aber auch auf regulär bringen wollen, können wir hier auf Ausbilden klicken. Dann werden die hier ausgebildet. Seht ihr hier, die Erfahrung steigt so langsam, bis sie dann auch regulär sind. Das kostet euch aber auch hier ein bisschen was Ausrüstung, also Verschleiß, einfach weil die halt trainieren über Manöver. Das kostet euch halt ein bisschen was. Ja. Ja, ich denke, so im Großen und Ganzen, das war mal so ein bisschen der Überblick, wie ihr ins Spiel starten könnt. Ich werde dann später vielleicht noch eine Folge machen, wo ihr dann auch mal den Kampf seht und ja, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Hier müssen wir noch das Schlachtschiff zuweisen.
Aber ich denke so, als Einstieg soll das erstmal genügen, ansonsten wird das auch einfach viel zu viel und viel zu trockene Materie. Aber ihr seht, also es gibt wirklich extrem viel zu beachten. Es gibt extrem viele Menüs, Diplomatie, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Es ging ja jetzt erstmal um den Start. Die Armeezusammenstellung, da gibt es auch noch einiges zu sagen. Dieses Menü hier, seht ihr so ein bisschen, was ihr habt, was ihr braucht, und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Ihr müsst dann später bei der Kriegsführung darauf achten, wie das Terrain aussieht. Denn beispielsweise Panzerdivisionen kämpfen halt selbstverständlich im Gebirge schlecht, Gebirgsjäger dafür gut und so weiter. Ihr könnt Invasionen starten über mit euren Schiffen, das läuft dann über die Konvois und so weiter. Also es gibt da noch wirklich Millionen von Sachen, die man wissen sollte, wissen könnte. Aber ich denke, so als Einstieg soll das hier jetzt erstmal genügen. Wie gesagt, ich kann überhaupt nicht so genau sagen, worin der Reiz dieses Spiels überhaupt liegt. Aber ich denke, das richtet sich ja sowieso an Spieler, die diese Serie wahrscheinlich schon kennen und die vielleicht auch so wie ich am Anfang so ein bisschen am Verzweifeln waren, wo jetzt was steht, was man alles machen kann. Ich denke, soll das als Einstieg jetzt erstmal genügen. Vielleicht werde ich später noch die eine oder andere Folge machen, wo es dann ein bisschen noch detailreicher wird, wenn der Krieg vielleicht gestartet ist, worauf man im Kampf achten muss und so weiter. Aber wie gesagt, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.